deplin un botez. Uzogin, tu nu nu asamble, nu tu nu suena sam, cu nu sa dansam. Auf dem Höhenwanderweg von Mangareva sind wir heute unterwegs. Den Aufstieg haben wir schon geschafft. Sind wir schon ganz glücklich, ne? Und so geht's jetzt hier immer auf dem Kamm weiter zurück nach Rekipe. Wie ist das? Schön, warm. Ein richtiger Kammweg. Also rechts und links geht es steil bergrunter. Aha. Sieht ja wahnsinnig anstrengend aus. Normalerweise macht die Annette ja nur Ziplines und stürzt sich da Kilometer in die Tiefe. Aber heute benutzt sie dort diesen Tellerlift. Teller. Und zieht sich den Berg hinauf. Oh, da kommt der Hakko um die Ecke. Nach 6 Jahren sind unsere Reißverschlüsse von der Spreehut aufgegangen. Alles super. Und jetzt hat der Hakko sich bereit erklärt, die Reißverschlüsse nachzunähen. Wir befinden uns jetzt hier auf der Anixi. Den Link zum YouTube-Channel findet ihr links oben. So, nach getaner Arbeit eine schöne, kühle Blonde. Ja, Santé. Santé. Herrlicher Tauchgang. Wunderschön. Wie im Aquarium. Sambi? Sambi? Sambi, no, alle Takumi. Sambi. Irgendwie sind wir auf unserer Rundfahrt jetzt hier gelandet. Also alle sind lustig drauf. Jetzt geht's zum Limonenpflücken. Zum was? Limonenpflücken? Ihr seht, es geht hier ganz schön zur Sache. Was wir heute erleben. Weil der Fahrer, der hat auch schon fast kein Bier mehr drin. Was wir heute erleben, ist fantastisch. Ja. Ja. Gut, dass wir dich getroffen haben. Wir machen eine Pause. Diesmal gibt es also kein Bier und kein Joint. Diesmal gibt es Rum. Schöne Flasche Rum. Da steht sie. Ihr glaubt es gar nicht,
Eine Tour mit Locals. Und wir haben die letzte Kirche gefunden, die wir hier auf den Gambiers noch nicht besucht haben. Da ist sie. Jetzt. Nein, hallo. Wir sind bei der nächsten Familie, die wir besuchen auf dieser Insel. Das ist der Wahnsinn. Alle kennen sie hier. Zum Abschluss des Tages sitzen wir jetzt hier und schauen aufs Meer hinaus. War sehr interessant heute. Ich zeige euch das. Da ist das Meer. Und da liegt die Limelight. Ja, so ist das leider mit unserem Fahrer und dem Hakko. Ne? Irgendwann können sie nicht mehr. Tanta marine, puro tu no te heré. Doe mata, oa, oa. Es ist wieder Sonntag auf Tarawai. Es gibt wieder lecker Sachen, ja. Es hat ein bisschen an zu regnen begonnen und die ganzen Zuckerpuppen, die haben sich hier gleich unter den Baum gesetzt. Du stehst unter Baum. Dritter März. Heute wandere ich auf den Mount Mokoto. Das ist der zweithöchste hier auf Mangareva. Es ist gerade kurz vor 7. Das Leben ist hier schon erwacht. Hier in Rigetea fängt das Leben schon immer so gegen 5 Uhr an. Füllen wir schnell noch mal unseren Trinkwasservorrat auf, bevor wir zur Expedition starten. Leider hat uns unser Local, der mit uns kommen wollte, im Stich gelassen. Nora und ich kämpfen uns wieder die Berge hier hoch. Und so sehen wir aus, nachdem wir die ersten 300 Höhenmeter erledigt haben. Die beiden Kamerafreaks. Da unten Rigetea, da drüben der Mount Duff zum Zwischengipfel und jetzt geht es dann noch da oben hoch durch den Kiefernwald. Über den Bäumen und über dem Dschungel von Mangareva. Grad entlang geht es jetzt hier bis oben auf den Gipfel. Angekommen! Angekommen! Und es hat sich mal wieder gelohnt. 423 Meter. Und hier gibt es kein Gipfelkreuz, hier gibt es eine Gipfelmuschel. Tarawai? Akamaru? Mount Duff, auf dem wir auch schon waren. Rigetea. Und da oben kommen wir jetzt auf dieser Freifläche hier runter. Ganz schön steil, aber es geht ein bisschen Wind und es ist ganz angenehm.
die Entscheidung steht. Entscheidung steht, Nora entscheidet. Aber also. Michael vorgewarnt, wenn ich entscheide, dann geht's wirklich. Ich lauf einfach und lauf einfach und lauf einfach, wenn ich mal die Chance habe zu laufen. Also auf dem Schild steht 4 Stunden. Es ist 11 Uhr. Das heißt, wir wären zum Kaffee in Rigitea. Naja, passt doch. Okay. Ich glaube zwar nicht, dass ich in 4 Stunden da sind, weil ich laufe sonst eher 5. Man muss schon mal rechnen, ich bin eine Schnecke. Na, wir sind doch richtig fix unterwegs. Na gut. Also ich würde sagen 3 Stunden. Also, es geht da runter. Das Problem sind hier so kleine Steinchen und dann die Nadeln da drauf. Das ist schön rutschig. Aber hätte ich nie gedacht, dass man durch so eine Gegend hier läuft in der Südsee. Das ist echt irre. Also wenn es die ganzen Markierungen nicht gäbe, würden wir uns verlaufen. Ja. Wenn es die ganzen Bäume nicht gäbe, wären wir schon unten. Aber ob wir noch leben würden. Wir sind am Ende des Höhenwanderwegs angekommen. Ich glaube, von den 4 Stunden, die erste, haben wir geschafft. Jetzt geht's da runter. Mal gucken, was die Nora sagt. Seile. Ich sehe nur Seile. Seile. Das heißt, es geht steinrund. Kannst du noch? Naja, geht schon. Geht schon? Okay. Was soll ich sagen? Wenn ich jetzt Nein sage, was machst du dann? Hilfe holen. Tatsächlich. Na, Hakko, hol dich Hakko. Da kommt sie um die Ecke. Was machst du denn da? Oh, das ist schon ganz schön tricky und ganz schön steil hier. Ah, ist super. Oh, als ob sie nie was anderes gemacht hat. Geht's noch? Autsch. Super. Blutige Hände. Völlig aufgeschmissen. Jetzt kann es wieder weitergehen nach einem erfrischenden Bad. Und der Rückweg führt uns jetzt hier immer an der Küste entlang. Ich schätze mal noch so ungefähr, naja, 8 Kilometer. Das wird ein Spaß. So, 7 Stunden 30 sind wir unterwegs. Wie viele Kilometer? 13 Kilometer habe ich gesagt. Wie ist die Stimmung? Also, geht schon. Der Weg zieht sich einfach gerade irgendwie extrem. Und jetzt möchte ich wirklich nur noch ankommen. Aber sonst? Ja. Sonst alles gut. Also, bei dir? Ja. Alles gut. So, angekommen wieder auf der Limelight. Hat ein bisschen länger gedauert. Fast 8,5 Stunden. 17 Kilometer. Aber die Annette, die ist froh,
dass der Michael wieder da ist. Leider kriege ich hier den Filter nicht mehr dicht. Die Dichtung ist ja beschädigt und es gibt keine Möglichkeit, hier eine neue Dichtung zu organisieren. Und jetzt baue ich hier den einen Filter weg und nutze dann nur noch den hier. Alles, was ich so mühselig zusammengebaut habe, muss ich jetzt irgendwie wieder auseinanderschrauben. Wie es nun mal so ist, bei zwei verschiedenen Filtern zwei verschiedene Anschlüsse. Das ist der von dem hier. Und jetzt habe ich Gott sei Dank einen neuen gefunden. Das ist nämlich der von dem anderen Filter. Gut, wenn man alles aufhebt. Irgendwann braucht man es mal wieder. Das ist die Wettervorhersage für die nächsten Tage. Dieser rote Punkt, da sind die Gambierinseln. Da unten braut sich ganz schön was zusammen. Und wir hoffen, dass wir da nur im Randbereich liegen. Momentan sind da 25 bis 30 Knoten bei uns angesagt. Aber wir liegen hier gut vor Rikitea, bei Nordwestwind gut geschützt. Die letzte Nacht hat schon ganz schön geweht. Aus allen Richtungen, Regen von hinten und von vorne. Hat auch bestimmt 2-3 Stunden geschüttet. Aber die Limelight ist trocken geblieben, also zumindest von innen. Die Vorhersage hat leider gestimmt. Bis auf die Windrichtung, die ist komischerweise nicht aus Nordwest, sondern Nordost. Aber es regnet und schüttet. Richtiger, ungemütlicher Sonntag. Da ist es sogar ein bisschen kalt und man überlegt sich was anzuziehen. Aber unter Deck, da macht die Alette das jetzt richtig schön warm. Da gibt es nämlich gleich. Da gibt es gleich. Ich mache ein Brot, ja. Genau, da wird wieder eingeheizt da unten. Aber die Kinder lassen sich nicht davon abbringen. Die sind im Wasser und planschen und springen immer wieder rein. Den ganzen Tag machen die das schon. Es ist aber jetzt auch im Wasser wärmer als hier draußen. Es hat endlich aufgehört zu regnen. Leider haben wir das Dingi nicht hochgeholt. Deswegen ist das jetzt voller Wasser. Und die Annette, die... Hast du nicht eine Schippe zum Rausmachen? ...pumpt das jetzt hier raus. Halbe Stunde später. Sie ist immer noch dabei. Es scheint hier in den Gambier zurzeit Limetten- und Zitronenzeit zu sein. Wir haben ganz viele Zitronen und Limetten gefunden und geschenkt bekommen. Salzzitronen habe ich schon gemacht, die man so ins Essen reinmacht oder für Salat. Das ist dann wie so ein Sirup auch. Und heute versuche ich mich mal in kandierten Zitronen- und Limettenscheiben. Mal gucken, ob das was wird. Es ist jetzt alles vorbereitet. Meine Zitronen, der Zucker. In Ermangelung von Kristallzucker habe ich braunen genommen. Wird wohl nicht so viel Unterschied machen, schätze ich. Und da kommt er gleich rein, wenn es denn dann kocht. Hier das Ergebnis der karamellisierten Zitronenscheiben. Sehr lecker und ich glaube auch lange haltbar. Der dritte Tag in Folge. Es schüttet immer noch. Also ein ungemütliches Wetter haben wir ja hier in Französisch-Polynesien noch nie gehabt. Da ist ein neues Schiff reingekommen gestern, auch mit einer deutschen Fahne. Wir kennen sie aber noch nicht. Die werden aber nicht schön begrüßt. Und wir drehen uns hier hin und her. Heute Morgen gibt es selbstgemachten Joghurt. Warum sitzen wir überhaupt hier drinnen? Weil wir so ein schickes Wetter haben. Ah, okay. Es stürmt, es regnet. Richtig gut. Und den Joghurt, den verfeinere ich ein wenig mit Passion Fruit. Super lecker, kann ich euch sagen. Ja, und es ist auch nicht ganz so warm wie sonst. Ich zeige euch das mal. Das sieht man jetzt hier ganz gut. Es sind heute Morgen nur 27 Grad. Ja, ist fast Frost. Also richtig angenehm, um hier drinnen zu frühstücken. Und der Michael,
hat hier ein Baguette, gestern haben unsere Nachbarn nämlich Baguette vorbeigemacht, mit Nutella und Banane. Das ist geil. Und Janette ist aber auch zufrieden, weil sie hat sogar Tomate. Nach Monaten gab es mal wieder Tomaten. Ist das nicht toll? Wir sind im Paradise. Selbstgepflückte oder gefundene Passion Fruit sieht so von innen aus. Wie kleine Äuglein, so Fischäuglein. Und super lecker. Und ist richtig süß, das ist nicht sauer. Ich kenne sonst Passion Fruit, die auch sauer ist. Tag 4. Es regnet immer noch. Es hat die ganze Nacht hat's geschüttet. Die ganze Nacht. Unsere Wassertanks sind voll. Das Boot ist Gott sei Dank dicht. Aber alles andere ist nass. Und die Annette, die macht's richtig. Die wettert das Wetter im Bett ab. Also heute gibt es hier ein Kochduell. Duell? Ein Duell auf der Anixi. Kein Duell? Nein. Ich, Chef, koche. Ah! Ensemble. Ein Ensemble? Ja. Also, ich muss leider hier oben sitzen. Ja, und kann nichts dazu beitragen. Es ist Essenszeit bei guter Musik. Garniert Nora die Teller und serviert uns dieses vorzügliche Mahl. Barbecue bei Nico. Schweizer Schiff, deutsches Schiff, Locals, jemand aus Chile, also internationales Publikum. Das hier vorne ist Muschelfleisch, dann gibt es Filet und Sausage. Ein Tag hatten wir schön und jetzt schüttet es wieder aus allen Löchern. Die Wettervorhersage sagt für heute Nacht zum Böen 35 Knoten an. Wir haben unseren Ankerplatz ein bisschen weiter nach draußen verschoben, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Oh, das weht aber richtig jetzt. Glaubt es gar nicht, die Pizzeria hat auf. Also nicht, dass wir jetzt hier bei der Pizzeria sitzen, nein. Wir haben die Pizza im Takeaway-Pizza bestellt, ist in einer Stunde fertig und wir sind jetzt hier, weil das ist der einzige trockene Platz in Rikitea. Außer beim Krankenhaus. Ja, beim Krankenhaus wollten wir uns nicht hinsetzen und ich muss euch sagen, es regnet immer noch, aber dadurch, dass wir jetzt tatsächlich die Pizza haben, lächelt die Annette auch. Die lächelt sonst auch. Mal gucken, wie das hier so aussieht. Wie schmeckt's denn? Gut. Ah. Sieht doch gut aus. Also wie ihr seht, es regnet immer noch. Wir fahren jetzt hier schon mit dem Regenschirm zu unserem Schiff, aber wir haben eine herrliche Pizza gegessen. Da unten seht ihr die Annette. Annette, guck doch mal hoch. Ne, hier so zur Seite, da wo das Licht ist. Da ist sie, es regnet.
Jetzt wird es noch windig. Und irgendwo da hinten ist unser Schiff. Wieder ist ein Tag vergangen. Heute ist der 12. März. Und wenn ihr euch fragt, was wir so machen, wenn es regnet, weil es regnet nämlich immer noch. Und wir können nicht draußen sitzen, es ist alles pitschenass, unsere Tanks sind voll. Und wir sitzen unten in der Limelight. Und, ja, wie ihr wahrscheinlich in Deutschland auch bei schlechtem Wetter, wir gucken Filme. Das ist auch mal ganz schön. Gestern waren wir auf der Anixi und haben Brandy Dog gespielt. Das da. Ja, ein super geiles Spiel. Die ganze Nacht hat es mit 30 bis 35 Knoten gefetzt. Wir mussten in der Nacht einmal umankern. Ja, ich habe auch nicht ganz so viel geschlafen heute Nacht. Weil es doch so an der Ankerkette gezerrt hat, die Limelight. Und dann, Gott sei Dank, hat die Annette gemerkt, dass wir ein bisschen auf Drift gegangen sind. Da haben wir um 4 Uhr noch mal umgeankert. Dreht noch auf. Jemand macht 38 Knoten. Jetzt regnet es mal richtig.